Herzlich willkommen und schön, dass ihr alle da seid. Der Saal hat sich noch gefüllt. Wir haben uns gedacht, es wäre eine kleine Versammlung. Aber sehr schön, sehr schön. Bom. Manchmal kracht es dazwischen, das ist dann so zum Wachbleiben. Nee, also wir haben schon ausgeschlafen. Gell? Wir sehen jetzt gleich die Geschichte, um die es heute geht. Der Roland, spielt uns das bitte ein. Es geht um den kleinen Zachäus. Schauen wir mal so aufmerksam zu, was da geschieht. Das ist so komplett erzählt, was auch im Bibeltext steht. Auf seinem Weg nach Jerusalem kamen viele Menschen zu Jesus, die ihn baten, ihnen den Weg zur Erlösung zu zeigen und sie noch mehr zu lehren über das Reich Gottes. Dieser Mann ist wahrlich ein Prophet. Herr, zeige uns den wahren Weg. Mein Herr und Meister, errette mich. Oh Herr, errette uns, lobe den Herrn. Zeig uns den wahren Weg, Herr. Die Menschen begannen, ihn als ihren Herrn und Meister anzunehmen. In Jericho wohnte ein Zollpächter namens Zachäus. Er wollte Jesus so gern sehen, dass er auf einen Baum stieg, um über die Menschenmenge zu blicken. Steig herunter, Zachäus, denn ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Mein Gast sein? Wer würde bei dem zu Gast sein wollen? Woher kennt Zachäus Jesus? Herr, ich will die Hälfte meines Vermögens den Armen geben. Und wenn ich jemanden betrogen habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Unglaublich, ein Zöllner, der etwas zurückbezahlt, das ist unmöglich. Heute ist diesem Haus das Heil geschenkt worden, weil auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist. Der Menschensohn kam, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Ja, spannende, schöne Geschichte. Nur was hat die uns zu sagen? Das ist dann jetzt immer so die Aufgabe der Predigt. Ne? Nicht einfach nur, ja. Ich glaube, das liegt hier. Sorry. Was ist denn da los? Muss mal jemand vorholen. Gerald, magst du mal kurz das so ein bisschen vorholen? Das unten, das Kabel, das steht, glaube ich. Jetzt lassen wir es selber krachen. Ja, ja, wir haben es gesehen, diese Geschichte. Ne? Und ja, was hat es uns zu sagen? Das werden wir mal sehen. Ich habe auch gestaunt, wie viel Tiefe, wie viel Wahrheit und Weisheit da drin liegt. Aber zuerst mal, wir haben heute zwei Teile. Erstmal so den ersten Teil, was ist hier überhaupt geschehen? Und dann kommt ihr dran an den Tischen und könnt euch selbst Gedanken machen. Und dann nochmal ein Abschlussteil und dann schauen wir so einen Gedanken von jedem Tisch, das wir noch teilen wollen. Ne? Karin, das machen wir dann zusammen. Also was ist hier passiert? Ein stadtbekannter und verachteter, reicher Mann hörte von Jesus. Vielleicht hörte er, wie er vor Jericho, das Ganze spielt in Jericho, einen Blinden, wahrscheinlich sogar den blinden Bartimäus, sehend gemacht hat. Ein Wunder, dass es so nicht gab. Ein Blindgeborener, oder das ist, also das war unmöglich und ist wahrscheinlich bis heute ohne Operation. Und ja, sein Ruf eilte ihm voraus, Menschen, Massen um ihn herum und alle wollen was von ihm, eine Heilung irgendwie, zeig uns das Heil und kommst du als kleiner Mann nicht ran. Obwohl er ja also groß eigentlich war von seinem Besitz. Ne? Ein Oberzöllner war er übrigens.
Also er hatte noch Unterzöllner unter sich und machte da auch noch mehr Profit. Also Schneeballsystem, ne? Die mussten ihm dann auch noch was abgeben. Also war ein reicher, aber unbeliebter Mann. Naja, weil diese ganze Zolleinnehmerei war ja ein krummes Geschäft. Es wurde immer mehr verlangt und in die eigenen Taschen, als nötig war. Und ja, Zöllner, das ist für uns heute schwierig nachzuvollziehen, weil Zöllner sind heute treu dienende Staatsbeamte und unbestechlich. Also wir haben doch in Deutschland noch, glaube ich, ne, also unbestechliche Menschen, die einen treuen Dienst leisten für den Staat, für die Allgemeinheit. Aber ja, mit wem wollen wir denn dann den Zöllner vergleichen? Und ich dachte mir, auch ein Beruf oder eine Tätigkeit mit Z, Zuhälter. Ja, also das wäre, ja, jetzt merken wir schon, jetzt geht es ein bisschen näher ran, ne? Zöllner beim Zoll, wir haben sogar in Tenelor Zoll, ne, Stelle, aber ein Zuhälter da in Nürnberg, an Frauentorgraben oder so, oder hinter der Mauer, wo dann osteuropäische Frauen, denen der Ausweis weggenommen wird, sie gezwungen werden, versklavt werden und Profit gemacht werden. Also da würden wir schon, glaube ich, alle elegant einen Bogen um so Menschen herum machen und das auch zu Recht verurteilen. Mein Gott, die Verurteilung der Menschen war ja auch irgendwo zu Recht. Ja, wer stiehlt, ne, und die eigenen Taschen wirtschaftet und mit dem Feind, mit den Römern zusammenarbeitet, gell? Das geht gar nicht. Interessant, ich schaue immer wieder mal gerne nach den Namensbedeutungen, auch wenn ich Trauungen mache, schaue ich mal, wie heißt die Braut und der Bräutigam und dann, hups, auf einmal. Oder siehe da, Zachäus heißt doch der Schuldlose. Der Schuldlose, der Kleine. Ja, sein Name war nicht unbedingt Programm, aber vielleicht dann später. Naja, also es entsprach nicht so seinem Ruf, sein Name, gell? Er kannte Jesus nur vom Hören sagen. Das gibt ja auch so ein Bibelvers, das hat Hiob mal gesagt, ne? Als er nach seinem großen Leid dann sagte, ich kannte Gott nur vom Hören sagen, aber nun habe ich ihn wirklich gesehen. Also das spielt irgendwie für mich mit bei dieser Geschichte. Und ja, so versucht er jetzt kommt die Gelegenheit, dieser kleine Mann, kleiner Bereich, aber verachtet, Jesus zu sehen, wer er wäre. Ja, wer ist denn der? Wie ist der denn so? Was hat er denn für eine Ausstrahlung? Was macht er denn, wenn man ihm begegnet? Oder kommt man denn überhaupt an ihn ran? Und ja, Gott sagt schon, lange bevor Jesus kam im Alten Testament, wer mich sucht, wer mich von Herzen sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Wer sucht, der findet. Suchende werden belohnt, sie finden. Interessanterweise begegnen sich hier in Jericho zwei suchende Menschen. Ja, Jesus war der Suchende. Am Ende dieses kleinen Bibeltextes, und er sagt es am Schluss hier auch in dem Filmchen, ja, denn der Menschensohn ist gekommen zu suchen, was verloren ist und zu retten, selig zu machen. Und Zachäus sucht auch. Zwei gesucht und gefunden, ne, könnte man sagen. So ist Jesus halt. Dann bleibt er stehen. Er bleibt stehen, weil er den Zachäus sieht. Und sagt dann, ich muss heute unbedingt zu dir nach Hause und mit dir zu essen, einkehren. Wir haben heute auch Einkehr hier außen, gell? Wir kehren heute ein und werden grillen und essen miteinander. Und Jesus ist mitten unter uns. Und ja, sein Name ist halt einfach auch Programm. Jesus bildet sich aus zwei Worten, aus Jahwe und Jascha. Jahwe rettet, Jahwe heilt, Jahwe hilft. Jascha ist ein umfassender Begriff. Also Jeshua, Jesus, heilt, sein Name ist Programm und dazu ist er gekommen. Und nicht große Moralen aufzustellen oder, keine Ahnung, an der Stelle jetzt sich auf dem Thron zu setzen, nein. Er ist gekommen, um zu suchen und zu retten. Und ja,
Wir hatten letztes Jahr die Jahreslosung, ich bin ein Gott, der dich sieht. Ja, Jesus war sehr, sehr sehend, sehr, sehr aufmerksam. Hat den Zachäus da oben auf dem Maulbeerbaum gesehen. Ja, als er da oben hing. Wir haben da im Branderweg auch einen Maulbeerbaum, der wird schon gestürzt mit Stahlseilen, der ist alt geworden. Und ich dachte mir, ja wirklich, da kann man hochklettern und da oben sitzen. Im Urlaub haben wir auch einen gesehen und haben diese Maulbeerfeigenfrüchte da, wie man sie nennt. Das sind so große Dinger, schauen aus wie Brombeeren, haben wir dann gegessen. Aber ja, da saß er also und Jesus ist ein Mensch und Gott, der ihn gesehen hat, der dich sieht. Das ist, finde ich, voller Hoffnung. Er sieht uns alle. Er sieht uns Suchende oder manchmal auch nicht. Und er sucht auch uns. Ein sehender und suchender Gott. Proaktiv, würde ich sagen. Tja, und das passt den Scheinheiligen gar nicht. Jesus solidarisiert und sympathisiert mit dem Oberzuhälter. Boah, da würden wir doch alle auf den Tisch klopfen und sagen, also das geht jetzt doch zu weit. Er solidarisiert sich aber wohl nicht mit der Sünde, wohl aber mit dem Sünder. Denn Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde, weil die Sünde uns alle kaputt macht. Ausbeutung, Diebstahl, Mord und Totschlag. Bitte, ist das gut für Menschen? Nein. So ist das. Er solidarisiert sich mit Unheiligen und Ohnmächtigen, obwohl Jesus der Heilige und Allmächtige ist, der dreieinige Gott. Eine Begegnung mit Jesus, wisst ihr, ich weiß nicht, ob ihr es erlebt habt jemals, ich habe es erleben dürfen, eine Begegnung mit Jesus verändert alles. Und es heißt ja, diese Hoffnungsgeschichte steht ja unter dem Thema, Hoffnung verändert Situationen. Ich gehe noch tiefer. Hoffnung und Jesus verändert die Herzen, das Denken. Ich habe diese RTL-Passion, weiß nicht, haben Sie ein paar gesehen von uns? Ja, haben Sie ein paar gesehen auf RTL, ne, die Passion. Hat in Kassel das mal gespielt, vor 2 Jahren war es woanders. Wo war es denn da noch? Im Kino warst du. Nee, das war Chosen. RTL, die Passion. Aber war es auch im Kino, ja? Okay, haben Sie es auch gezeigt, ja. Also ein Spektakel irgendwo, ne? Und dann wurde so ein weißes, großes Leuchtkreuz durch die Stadt getragen und dann wurden da mit der Kamera, ne, wurden dann live die einige Menschen unter diesem Kreuz, die hat man natürlich vorbereitet, ne, gibt ein Zeugnis. Und da haben, einer hat ein Zeugnis beim letzten Mal gegeben, ein weiß nicht, ob es ein Zuhälter mal war, er war am Kiez, und das sagt ja schon was, ne, an der Reeperbahn, ja, in Hamburg, und ist Jesus begegnet in seinem Herzen durch andere Menschen und ist ein neuer, anderer Mensch geworden. Das hat mich wirklich sehr berührt, seine Kehrtwende, die er gemacht hat. Zachäus kann gar nicht anders, irgendwie muss er, wie Jesus in sein Haus einkehren muss, jetzt muss er die Hälfte seines Besitzes den Armen geben. Wow, die Hälfte, 50%. Ja. Wir sprechen immer von 10%, aber gleich mal 50%. Huiuiui. Und alles vierfach zurückzahlen, wo er jemand betrogen hat. Tja, und damit erfüllt er das Gesetz. Das war tatsächlich so. Es war so gefordert. Wenn einer betrogen hat, vierfach zurückzahlen. Und ja, am Ende war er so einfach und normal wie alle anderen, weil einen großen Besitz hatte er dann wahrscheinlich nicht mehr. Und ich weiß nicht, es wird nicht weiter groß von ihm berichtet, ob er denn Oberzöllner oder normaler Zöllner geblieben ist oder sich dann doch einen anderen Beruf gesucht hat. Es bleibt offen. Ich kann mir es gut vorstellen, dass er sagt, ich kann nicht so weiterleben und die Leute betrügen. Oder er wird ein ehrlicher Zöllner. Da wurde er dann nimmer reich. Dann hat er halt sein ganz normales Gehalt verdient. Seinen verhassten Beruf, ja, wer weiß, ob er ihn an den Nagel gehängt hat. Er ist auf jeden Fall
kein Außenseiter mehr geblieben, sondern er ist ein Mitmensch geworden, wie der Matthäus, ein anderer Zöllner, der alles stehen und liegen hat lassen und Jesus nachgefolgt ist. Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, sagt Jesus und freut sich. Der Heiland verändert Menschen und Situationen. Auch dich, auch uns. Darf er Wohnung nehmen? Darf er verändern? Darf er in dein Haus einkehren? Darf er da nicht nur als Gast kommen, sondern da wohnen? Es berührt mich immer wieder, wenn es heißt, wenn der Heilige Geist kommt, sagt Jesus, dann wird Gott Wohnung nehmen beim Menschen in ihrem Herzen. Für mich immer noch unbegreiflich, wie Gott mit so unheiligen und unvollkommenen und an sich bösen Menschen so eine enge Gemeinschaft hat und Raum nimmt in unseren Herzen. Soweit erstmal meine Auslegung, meine Diagnose jetzt zu dieser schönen kleinen Geschichte. Und jetzt gehen wir noch ein Stück weiter. Jetzt werden wir an den Tischen, Sabine, magst du es mal verteilen, bitte? Diese Weißen da, ja genau, mal für jeden einen. Und Karin, du kannst auch noch welche nehmen, dann seid ihr schneller. Das sind Fragen drauf. Das ist der Text drauf, zum nochmal gucken, ne, was steht da jetzt wirklich noch. Und es sind drei Fragen, die uns nahe kommen dürfen. Warum steigt Zachäus auf den Baum? Was läuft da in seinem Herzen ab? Gute Frage, ne? Gut, um ihn zu sehen, ja, aber was geht in seinem Herzen vor? Es ist wie ein Schalter, der umgelegt ist bei dem Zachäus. Wie ist es dazu gekommen? Da steht ja nicht mal, dass Jesus mit ihm geredet hat. Krass, ne? Und die dritte Frage, gibt es Momente, wo Jesus mich ruft, vom Baum zu steigen, nicht nur zuzuschauen, sondern Jesus einzuladen, mich von ihm in Bewegung setzen zu lassen, höre ich dann auch hin, handle ich dann auch? Danke, liebe Karin, dass du diese Fragen formuliert hast. Ich konnte nur Amen dazu sagen, damit können wir wirklich was machen. Wir haben jetzt ein paar Minuten. Und dann ist die Aufgabe, ich komme noch rum und gebe an jeden Tisch einen gelben, ovalen Zettel. Und da dürft ihr als Tischgemeinschaft sagen, einen Gedanken, einen kleinen Satz, den wir hierher kleben und quasi veröffentlichen und teilen. Vielen lieben Dank, dass ihr euch darauf einlasst. Bis dann. Das Schöne ist ja, wir haben Zeit bis zum Mittagessen. Aber ich wollte es trotzdem nicht übertreiben. Aber so, genau. Ja, so nach, jeder mal eins immer, ne? Dann ist es ein bisschen aufgelockert. Ja, danke schön. Also es kann noch abgegeben werden, gell? Wir lesen mal langsam vor. Die Aller schreibt noch. Ja, Aller lassen wir noch schreiben. Schau mal, dann kannst du das, glaube ich, als erstes hin. Genau. Er, also Zachäus, er wollte erstens Jesus selbst erleben und zweitens, er fühlte sich wertgeachtet von Jesus. Das fängt hier auch so an. Zachäus will Jesus sehen, er will wissen, wer er ist. Und Jesus wirkt an ihm. Und zur dritten Frage, höre zu und versuche zu handeln. Na, das ist schon mal ganz gut. Und es ist sehr tröstlich zu wissen, dass Jesus, dass Gott in uns nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen wirkt. Das finde ich immer tröstlich für mich. So, achso, willst du auch mal lesen vielleicht? Oh, weil du kannst auch lesen, ja, das kriegen wir schon. Ja, erstens Hoffnung, Chance ergreifen, zu der ersten Frage. Die zweite, Gottes Geist zieht den Zachäus. Und es ist, Dankeschön, Heidi, und es ist eine freie Entscheidung.
Kann man jemand noch so einen Kleber holen, vielleicht? Hast du noch? Okay. Wir müssen heute Teamwork machen. Ich bin ein sparsamer Mensch. Okay. Verständnis und Gnade für andere aufbringen. Das ist also, das macht es mit uns irgendwo. Das finde ich auch eine gute Erkenntnis. Danke. Er war bereit, als Jesus zu ihm kommen wollte. Also da war Zachäus bereit, ja, weil er in sein Haus gekommen ist. Und ihm die Ehre gab, auch mit ihm zu essen. Das war was Besonderes, gell? Hoffnung und Sehnsucht steht in Bewegung. Oder? Setzt, sollte ach, es heißen. Ach, setzt. Okay, na. Ich würde das vermuten, Hoffnung und Bewegung. Setzt in Bewegung, ja, ich dachte auch gerade. Sonst macht das nicht so viel Sinn. Jesus ruft mich, indem ich abgebe. Wow. Ah, jawohl. Weil Jesus mich gesucht hat, soll auch ich Menschen suchen und Jesus verkünden. Wow. Genau. Das ist auch eine schöne Erkenntnis. Zachäus wusste, was er falsch gemacht hat und wollte umkehren. Langsam. Ja, ich lege es einfach mal da so her. Jesu vollkommene Liebe öffnet unser Herz im Kairos-Moment, also das ist der Moment, der Zeitpunkt, und bringt uns zur radikalen Umkehr. Seine vollkommene Liebe in der Begegnung mit ihm. Ja, danke. Durch das Angenommensein fühlte Zachäus sich überwältigt. Ja. Das kann man wirklich auch nur so unterschreiben und Amen dazu sagen. Das wird dann Technik bitte nach dem Gottesdienst das Ding untersuchen. Ja. Matthias macht das wahrscheinlich wieder. Auf der Suche nach einer neuen Perspektive war wohl der Zachäus. Und die hat er bekommen. Krass, schaffst du das? Ja, Wahnsinn. Ich hätte auch mit einem halben Zentimeter Tesa kleben können, dann aus den Antworten und auch für mich möchte ich noch sagen, ich habe irgendwie zwei große Haupterkenntnisse gefunden, die sich auch hier wieder spiegeln. Das erste, Jesus muss bei dir einkehren und wohnen. Nicht nur bei dem Zachäus. Er muss es, er will es, unbedingt. Und das verändert alles. Das verändert alles. Es gibt so viele Menschen, die das erlebt haben. Also Jesus muss bei dir einkehren und wohnen. Und zweitens, Jesus muss bei deinem Mitmenschen einkehren und wohnen. Durch dich. Ja, das ist auch eine vielleicht ein bisschen überraschende Erkenntnis, was das Verhalten von Jesus zeigen will, weil wir ahmen ihn ja nach. Nachfolge bedeutet nachahmen, einfach nachmachen, was er vorgemacht hat. Wie geht das dann? Sich vertraut machen mit Jesus, sich vertraut machen mit Mitmenschen. Und da habe ich doch ein schönes Geschichtchen zum Abschluss für uns. Ihr kennt die Geschichte von dem Antoine de Saint-Exupéry, vom kleinen Prinz. Und hier kommt ein kleines Gespräch mit dem Fuchs und dem kleinen Prinzen. Ich finde, also das geht so tief, hört mal zu. Da erschien plötzlich der Fuchs. Guten Tag, sagte der Fuchs. Guten Tag, antwortete der kleine Prinz höflich. Wer bist du? Fragte der kleine Prinz. Ich bin ein Fuchs, sagte der Fuchs. Komm und spiel mit mir, schlug der kleine Prinz vor. Ich bin so traurig. Ich kann nicht mit dir spielen, sagte der Fuchs. Ich bin nicht gezähmt. Ah, Verzeihung, sagte der kleine Prinz.
Nachdem er kurz überlegt hatte, fügte er hinzu, was bedeutet zähmen? Du bist nicht von hier, sagte der Fuchs. Was führt dich her? Ich suche die Menschen, sagte der kleine Prinz. Aber was bedeutet zähmen? Die Menschen, sagte der Fuchs, sie haben Waffen und jagen. Das ist ärgerlich. Sie halten sich auch Hühner. Das ist ihr einziges Interesse. Suchst du Hühner? Nein, sagte der kleine Prinz. Ich suche Freunde. Was bedeutet zähmen? Das wird oft vernachlässigt, sagte der Fuchs. Es bedeutet, sich vertraut miteinander machen. Vertraut machen? Natürlich, sagte der Fuchs. Du bist für mich nur ein kleiner Junge. Ein kleiner Junge wie 100.000 andere auch. Ich brauche dich nicht und du brauchst mich auch nicht. Ich bin für dich ein Fuchs unter Hunderttausenden von Füchsen. Aber wenn du mich zähmst, dann werden wir einander brauchen. Du wirst für mich einzigartig sein. Und ich werde für dich einzigartig sein auf der ganzen Welt. Da verstummte der Fuchs und schaute den kleinen Prinzen lange an. Bitte zähme mich, sagte er. Das würde ich gerne tun, antwortete der kleine Prinz. Aber ich habe nicht viel Zeit. Ich muss Freunde finden und viele Dinge lernen. Man versteht nur die Dinge, die man zähmt, sagte der Fuchs. Die Menschen haben keine Zeit mehr, um etwas kennenzulernen. Sie kaufen sich alles fertig in den Geschäften. Da es aber keine Läden für Freunde gibt, haben die Menschen keine Freunde mehr. Wenn du einen Freund willst, dann zähme mich. Was muss ich machen? Sagte der kleine Prinz. Du musst sehr geduldig sein, antwortete der Fuchs. Du wirst dich zunächst mit einem kleinen Abstand zu mir in das Gras setzen. Ich werde dich aus den Augenwinkeln anschauen, du wirst schweigen. Sprache ist eine große Quelle für Missverständnisse. Aber jeden Tag setzt du dich ein wenig näher. So also wurde der kleine Prinz mit dem Fuchs vertraut. Ich finde das eine großartige Geschichte. Einerseits sich mit Gott, dem Allmächtigen, mit Jesus vertraut zu machen, zuhören, sein Wort nehmen, darüber nachzusinnen, sich ein Stück näher setzen, also noch ein Stück und noch ein Stück. Das geht mit Gott, das finde ich krass. Jetzt lange es nie mehr an. Das Ding zähme ich heute nicht mehr. Und dann unsere Mitmenschen. Wer weiß, vielleicht begegnest du mal irgendwie einen Zuhälter oder einen Alkoholiker oder einen ganz normalen Menschen und du weißt nicht, was in diesen Menschen vorgeht. Und ja, ich habe mir vorgenommen für die nächsten Monate und nächstes Jahr, also für die nächste Zeit, noch mehr Menschen zu besuchen zu Hause. Vielleicht jemanden von euch, von Ihnen, wo ich noch nicht war. Dann komme ich gerne und setze mich hin und schaue so aus den Augenwinkeln nee. Und rück dann ein Stückchen näher und höre ganz aufmerksam zu. Ich liebe das, wenn dann gerade auch alte Menschen aus dem Leben erzählen, was sie alles erlebt haben. Und dann ja, braucht man gar nicht mehr viel zu antworten und am Ende vielleicht sogar noch zusammen beten oder ja, für so manche Sorge. Also gehen wir alle los. Also ich bin ja nicht der Einzige. Wir alle können einander vertraut machen. Noch mehr. Also ich habe es auch erlebt, dass in Gemeinden Leute 30 Jahre miteinander gelebt haben und sich hier getroffen haben und haben sich waren sich gar nicht vertraut, haben sich gesiezt, also das war ganz, war halt schon länger her, ja. Und war noch nie beim anderen zu Hause. Also ich ermutige euch alle und uns selbst und mich auch, sich vertraut zu machen mit Gott, mit seinem Wort, mit Jesus,
noch ein Stück näher rücken, sich vertraut zu machen mit meinem Mitmenschen, mit, wo ich weiß, wo ich merke, ich weiß noch gar nicht viel von diesem Menschen. Und dann kann was passieren, ne? Dann kann Beziehung wachsen, so wie es Jesus gemacht hat in dem Haus. Und ich habe mir mal sagen lassen, der Schlüssel zu dem Herzen der Menschen hängt bei ihnen zu Hause. Ja, ist so. Aber hier fangen wir mal an, wir essen jetzt dann miteinander Mittag und lassen es uns gut gehen und hören mal einander zu, unterhalten uns. Das ist ja immer ein schöner Dialog, ne? Zuhören und was sagen und wieder zuhören. Und dann freue ich mich ganz besonders auf heute Mittag und Nachmittag, dass wir so das machen, wie Jesus gemacht hat, hat einfach mit seinen Jüngern und mit Menschen Gemeinschaft gehabt und gegessen, ein bisschen gefeiert, zugehört, was erzählt und ja, da machen wir uns einander noch mehr vertraut. Ich bete mit uns. Herr Jesus, du warst einfach großartig. Der allmächtige Gott macht sich klein, geht unter die Menschenmassen, tut Wunder, hört zu, erzählt schöne Gleichnisse, die manchmal auch sehr herausfordernd sind. Und du gehst einfach auf Menschen zu, auf die andere nicht zugehen. Du kanntest da keine Grenzen. Bist einfach zu dem Zachäus gegangen, obwohl die Leute ihn alle verachtet haben. Du hast ihn geliebt. So bist du halt. Du musst heute in unser Herz einziehen. Das nehmen wir mit. Du willst dich mit uns vertraut machen. Das ist so schön. Du kennst uns ja schon, aber wir können dich noch mehr kennenlernen und auch unsere Mitmenschen. Wollen wir so machen wie du. Einfach hingehen und sagen, heute muss ich mal zu ihnen kommen, zu dir kommen. Hast mal ein bisschen Zeit. Nehmen uns die Zeit. Freunde kann man nicht kaufen in einem Laden. Die muss man zähmen, die muss man kennenlernen. Danke für diese wunderbare Geschichte vom kleinen Fuchs, kleinen Prinz und dem Fuchs. Und natürlich von dieser Begegnung von dir mit dem Zachäus und dass es alles verändert hat. Situationen, aber auch sein ganzes Herz und Verhalten. Und so geschieht es heute noch, das glauben wir. Nach und nach, manchmal auch plötzlich, aber du tust es. Und da ist es auch noch wirklich Hoffnung für diese Welt, die so im Argen liegt, dass Menschen mit dir vertraut werden und dann tiefen Frieden empfangen. Ich wünsche es jedem von uns hier, dass du bei ihnen einziehen darfst, bei ihnen wohnen darfst, sich mit ihnen vertraut machst und sie mit dir und dass es dann hinausgeht in unsere Umwelt, zu unseren Mitmenschen und dass dann ein Unterschied geschieht, dass wir Veränderung bewirken und dass du das tust in uns. Danke dafür. Halleluja, wir preisen dich für deine Liebe und großartige Barmherzigkeit, dein Verständnis, dass du so bist, wie du bist. Wir haben es so gut, dass wir dich kennen. Amen. Karin, Zielgerade. Ja, ihr habt es auch bestimmt alle schon gerochen, oder? Ich habe den Grill schon gerochen. Ja, sind wir schon wieder am Ende angelangt? Schnell ist der Gottesdienst vergangen. Danke, Stefan, für deine Predigt, für die Gedanken. Danke euch fürs Mitmachen. Es ist so schön, wenn ihr euch drauf einlasst. Und wir haben allerhand geschafft, würde ich sagen. Ja, nach dem Gottesdienst, nach dem Segenslied stehen die Sabine und die Heidi wieder hier vorne. Ihr könnt euch noch einen besonderen Segen, ein besonderes Wort von Gott abholen, wenn ihr heute Sehnsucht danach habt. Wenn ihr einen Hunger habt, dann geht zu den beiden und lasst euch was Gutes zusprechen. Danach werden Tische aufgebaut. Oder draußen? Oder ist schon aufgebaut? Ist schon aufgebaut. Ja, heute ist schön. Heute können wir raus. Und dann bekommen wir noch einen Segen und danach singen wir noch. Und dann
auf in die Schlacht am Buffet. Ich habe schon einen Schichtsalat gesehen. Was sind die Elze? Die Elze hat ihn gemacht. Das ist der, also kannst dich reinlegen wie Schafe ins Gras. Ne? Wir dürfen empfangen. Segen heißt Gutes zusprechen. Gott spricht uns Gutes zu, weil er gut ist und es hundertprozentig gut meint mit uns. Mit dir. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Gott spricht, ich will dich segnen und du wirst und sollst ein Segen sein. So geht hin im Frieden des Herrn, im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.